Auftauchen, abtauchen und wieder auftauchen. Wie bei allen Sportarten war auch das Schwimmen durch Corona von ständigen Hochs und Tiefs geprägt. Da bekommen internationale Titelkämpfe wie die Europameisterschaft in Budapest nochmal einen ganz besonderen Stellenwert. Auch wenn die Einschätzung der eigenen Chancen schwerfällt. Das ist mein erstes internationales Event. Ich versuche erstmal so viele Rennen wie möglich zu schwimmen und weiterzukommen. Aber ich wäre auch schon mit einer Halbfinalteilnahme irgendwie zufrieden. Ich möchte Spaß haben, vor allem viel Erfahrung sammeln und eigentlich mich so von Runde zu Runde angeln und zu gucken, wo man international bei den Großen so steht. Ich glaube, Spaß haben, gutes Rennen erwischen und dann nochmal gucken, was dort geht, ne? Den Grundstein dafür legt das Trio im Olympiazentrum in Heidelberg. Und dort gilt es dann auch, sich gegen jegliche Widerstände durchzusetzen. Das schult unsere drei Jungathleten und entsprechend ist der Frust über die verpasste Olympia-Qualifikation in diesem Jahr nicht allzu groß. Für uns war das große Ziel Europameisterschaften. Darauf haben wir uns das ganze Saison vorbereitet und die Olympischen Spiele waren eher was als Zusatz, was on top. Aber die Europameisterschaften waren eigentlich das feste Ziel für uns. Von daher hat sich da jetzt eigentlich trotz Olympia-Traum geplatzt oder was auch immer nichts geändert, weil wir uns da eigentlich die ganze Zeit darauf vorbereitet haben. Die Trainingsbedingungen waren wegen Corona, gerade im internationalen Vergleich, nicht immer optimal. Denn andere Länder hatten weniger harte Auflagen als unsere Athleten in Deutschland, die sich immer wieder strecken mussten. Doch die nehmen es sportlich. Also ich glaube, jeder hatte immer so ein bisschen die Chance zu trainieren. Und ich glaube, jeder muss dann halt individuell schauen, was er für Leistungen ins Wasser bringen kann. Ich glaube, Priorität ist Nummer eins ist erstmal, dass wir wieder solche Wettkämpfe haben und ich glaube, wir freuen uns da alle drauf, dann wieder zusammen schwimmen zu können. Die EM in Budapest ist schon in vollem Gang und fast alle Nationen nehmen an den Titelkämpfen teil. Doch wie wertvoll ist mit Blick auf die Umstände ein Triumph in Budapest? Ich glaube, dass internationalen Titel, egal auf welcher Ebene zu gewinnen, ist immer schön. Ob das jetzt unter Corona-Bedingungen ist oder nicht, ist glaube ich ganz egal. Ein EM-Titel ist ein EM-Titel. Nachher fragt dann niemand mehr, ob das Corona war oder nicht. Mit einem Titel hat es für unser Trio am Ende aber nicht ganz gereicht. Zoe Vogelmann ist neue persönliche Bestzeit geschwommen und wurde über die 400 Meter lange Siebte. Kim Herkle und Joscha Sanchow schwimmen beide heute die 100 Meter Brust bzw. 100 Meter Freistil. Im Vordergrund steht bei den drei ohnehin erstmal Erfahrung sammeln und Spaß haben. Wir sprechen noch ein bisschen darüber mit Roger Vogelmann, dem Vorstand des SV Neckar Heidelberg. Vogelmann, der Name kommt nicht von ungefähr. Zoe ist die Tochter. Das sind natürlich dann aus zweierlei Perspektiven die EM bislang auch mitverfolgt. Wie sind denn auch die Rückmeldungen bislang von den Sportlerinnen? Also sie sind, also meine Tochter ist begeistert, dort sein zu dürfen. Und was ich auch von unseren anderen Sportlern höre vom SV Neckar, sie sind froh, mal wieder bei so einem großen Wettkampf dabei zu sein. Also das ist natürlich schon mal was anderes, bei so einer großen Nummer dabei zu sein, als im ganzen letzten Jahr, wo wir eigentlich kaum Wettkampfmöglichkeiten hatten. Sie freuen sich alle, dort zu sein, sind heiß auf die nächsten Tage, auf dass sie ihre Leistung ins Wasser bringen können. Also sind alle glücklich im Moment. Natürlich, das große Ziel war vor Augen die Olympischen Spiele, aber jetzt immerhin auch bei der EM. Achtungserfolge, gibt ja auch noch einige Wettbewerbe jetzt bei den Europameisterschaften. Wie bewerten Sie denn bislang auch diese Wettbewerbe und vor allem auch die Saison? Die Europameisterschaft ist dieses Jahr eine richtig starke Hausnummer, weil fast alle Nationen das als ihre Olympia-Qualifikation nehmen. Das heißt, da sind richtig viele am Start, die auch richtig gut und schnell schwimmen können. Das bedeutet für unser Team, dass sie sich messen können mit der Elite Europas und damit auch mit der Weltelite. Und das macht natürlich Spaß, dann mit solchen Leuten im selben Becken Wettkampf zu machen. Und dieses Wettkampfgefühl, das hat einfach die letzten anderthalb Jahre gefehlt. Egal, wo man da hingegangen ist, es war nicht dasselbe wie jetzt in so einer tollen Umgebung in den Europameisterschaften da kämpfen zu können. Wie gesagt, das nächste große Highlight sind die Spiele in Tokio. Was steht bis dahin denn auch noch an? Gibt es da noch mehr auf dem Wettkampfplan? Also gleich nach der Rückkehr, Anfang Juni wird in Berlin die Deutschen Meisterschaften im Rahmen von den Finals stattfinden, zusammen mit vielen anderen Sportarten, die gleichzeitig ihre Deutschen Meisterschaften austragen werden. Das ist nochmal ein Höhepunkt jetzt auch für unsere Schwimmer und Schwimmerinnen. Und danach ist aber der Wettkampfkalender schon sehr dünn für die, die nicht nach Olympia gehen werden. Vielleicht noch den ein oder anderen internationalen Wettkampf in Rom ist angedacht. Und dann geht es auch schon in die Ferien. Wie wichtig ist es für Sie denn auch persönlich zu sehen, jetzt geht es nach und nach mit dem Schwimmen wieder los, Freibäder sollen bald öffnen etc. Es hat ja viele Aspekte. Merken Sie es denn auch in Sachen Interesse am Schwimmsport?
Ich kann nur für unsere Mitglieder sprechen. Wir sind alle heiß darauf, endlich wieder ins Wasser zu dürfen. Und wir haben hier in Heidelberg jetzt die Ankündigung für Ende der Woche, dass das Thermalbad aufmachen wird. Und wir freuen uns darauf, dass wir endlich mal wieder ins Wasser dürfen, schwimmen dürfen. Es war jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit, seit 1. November, dass wir nicht mehr im Wasser sein durften. Da fehlt einfach was, da fehlt uns was. Und wir freuen uns. Na dann. Bald wieder fühlen oder jetzt schon wieder fühlen wie ein Fisch im Wasser, Roger Vogelmann. Danke Ihnen fürs Gespräch. Alles Gute. Sehr gerne. Vielen Dank.